Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video GTA 3. Und dann wollen wir gleich mal weitermachen und mal gucken, was Luigi noch so für uns hat. Ja, ist alles schon wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Muss ich mich wieder ein bisschen eingewöhnen mit der Steuerung, aber das wird bald kommen. Don't spank my bitch up. Würde ich nie tun. Oh, yeah, so cool. We just said to give you this, so here, take it. Duh. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ja, die sind alle so herrlich gaga. Aber das Lustige ist ja auch diese Anti-Drogen-Haltung des Spiels. Also, ich meine, man bringt hier Leute, ständig Leute um. Und, naja, egal. Ich werde das Ding, den Typen allerdings nicht mit der Crowbar oder mit dem, im Original Baseball-Bat totschlagen. Das ist mir, das ist mir, dazu müsst ihr ja auch aus dem Auto aussteigen und das muss ja alles nicht sein. Oh nee. Ja, spring lieber zur Seite. So. Da bist du. Guten Tag. So. Schon bist du tot. Hast du was bei dir gehabt? Nee. Aber wo wir schon mal hier sind. Was haben wir denn hier? Was besseres Flashback. Ist schon ein bisschen netter. Hier liegt doch irgendwo. I'm Tony on Flashback FM. Here's one for people who were so hip. Ah, ist zu laut. Wollen wir nochmal runterstellen. Solange wir jetzt erstmal aus. Hier war doch irgendwo noch so ein. Ich weiß es nicht mehr. Da muss ich mir mal meine Karten rausholen, wo ich mir aufgeschrieben habe, wo sich diese bescheuerten Hidden Packages befinden. Aber was hier noch ist, ist... Oh Gott, der fährt sich ja grausam! Kugelsichere Weste, die sammeln wir schon mal ein. Ja, ja, ich bin ja schon wieder im Auto. Keine Sorge. Und, gut. Dann sollen wir das Ding jetzt umlackieren. Na gut, das können wir ja machen. Sorry, komm vor. Bam, bam, bam. Das Geräusch ist auch sehr schön, wenn man die Leute überfährt. Also, ja, ein Stück weit eklig, aber naja. Ist ja alles nur Spaß. Nicht wahr? In Wirklichkeit klingt das ja ganz anders. Wissen wir ja auch. So, bam, bam, bam. Allerdings habe ich auch noch niemanden mit einem Opel Speedster überfahren. Also das, vielleicht ist das da ein spezieller Klang. So, ja, jetzt fahre ich hier rein, genau, so. Schön ist auch, dass die Bullen einen nicht mehr erkennen, wenn man sein Auto umlackiert hat, wenn man direkt vor ihren Augen in die Lackiererei fährt und wieder raus, nach 2 Sekunden. Aber nur jo. Mit Logik wollen wir dem Spiel nicht kommen. Es ist ja einfach nur ein ganz großer, eine ganz große Party hier. So, zu Luigi's Lock-up. Was auch immer. Gut, geh mal weg da, Mädchen. So. Und rein hier. Achso, aussteigen muss ich auch noch, ist richtig. So. Super. Brauchen wir mal einen neuen fahrbaren Untersatz hier. Nee, sowas kommen hier ja nicht. Ja, nehmen wir doch den Ambulance. Ich werde die Ambulance-Mission jetzt noch nicht machen. Aber einfach mal mit dem Ding durch die Gegend fahren. Oh. Naja. Von der Ambulance totgefahren. Das ist, das nennt man wohl Ironie, würde ich sagen. So, was wollte ich denn jetzt? Ah, erstmal vernünftiges Auto besorgen hier. So.
Was mag ich denn mal? Ah, ich weiß, was ich mir hole. Na? Ja, das passiert oft mit diesen Dingern. Ah, deswegen sind die so cool. Die kippen sehr gerne und sehr schnell um. Oh ja. Alles lange her. Ich muss mich echt erst wieder an alles gewöhnen hier. So. Die gute Mafia fährt nämlich Audi S8 und damit macht das Leute überfahren gleich viel mehr Spaß. Habe ich eigentlich irgendwelche MP3s hier drauf? Oh ja, aber naja. Erstmal ohne Radio. So, den bringen wir dann gleich mal. Obwohl, da können wir auch gleich die nächste Mission machen, das ja. Wo war denn nochmal Luigi? Hier. Ja, ja, halt die Klappe. Ja. Mein Gott, da wollte ich parken. Da kannst du doch nicht rumlaufen. Das ist auch noch auf dem Bürgersteig. Da weiß man doch, dass man da parkt. Mein Gott. Passanten. Furchtbar. Ja, Misty schon wieder. Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Ja, mit denen habe ich noch keine Probleme im Moment. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Jo, mach ich. Oh Leute, So, du wohnst doch hier gleich um die Ecke, nicht wahr? Na, weg da! Ich werde dich zwar nachher noch mal mitnehmen, freundlich, sommerlich gekleidete junge Dame, aber im Moment bin ich erstmal hier für Missy. Misty, mein Gott. So, komm raus. Oh Gott, du hast es ja wieder mördereilig. Mach hin, Mädchen. Schöne Schuhe. So. Dankeschön. Und ab zu Luigi. Troller abliefern und dann machen wir mal wieder eine kleine Pause. So. Ach nee, ich glaube. Nee, der andere Weg wäre besser gewesen. Egal. Ja, Führerschein habe ich noch nicht so lange. Das, und das mit roten Ampeln habe ich auch nie verstanden. So. Also ich würde mich von mir nicht fahren lassen, aber. Naja. Misty ist da Schlimmeres gewohnt, schätze ich. Diese Zwischensequenzen sind auch immer ziemlich witzig. Joey! Charaktere sind sehr herrlich überzeichnet. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Jo, mach ich. Super. Oh, da. So, gucken, ob wir nochmal jemanden abschleppen können hier. Na? Ja, komm mal, du steigst nicht hinten ein, das wird. Ey, du lauf nicht weg! So. Genau, so wollen wir das haben. Ich nehme mich jetzt mal mit. Das kostet zwar pro Minute $1, aber ich würde sagen, das ist, ich weiß gar nicht, ob das teuer ist.
Aber wir fahren jetzt erstmal in einen ruhigen Ort. Upsala. Blöder Penner. Nur weil ich auf der falschen Seite fahre? Damit muss man rechnen. Habe ich schon in der Fahrschule gelernt? Immer mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen. Gott, das ist ein Anfänger. So, upsala. Und so, hier lassen wir es uns jetzt mal eine Minute gut gehen. Weil das gibt nämlich auch ein bisschen Lebensenergie übers Maximum, selbstverständlich. So. Na, ne, komm schon, mach hin. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Na. Schön, dass die Stoßdämpfer auch unterschiedliche Geräusche machen. Sehr gut. So, und ich erspare mir das jetzt, sie über den Haufen zu fahren, um mein Geld wieder zu kriegen. Das finde ich nämlich, das finde ich nicht nett. Hat einen guten Job gemacht und das muss man dann auch respektieren. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.